just state your full name, please? Gerd von Rundstedt. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Verschweigen und hinzusetzen werde. You must sit down. So war mir Gott helfe. Now, before the war, did you and your colleagues, the head of the army, discuss the question of the neutrality of Belgium, for instance? Meines Wissens nicht. Wir haben immer geglaubt, an Belgien haben wir nie gedacht. Wir haben immer geglaubt, wie ich vorhin schon sagte, dass Polen eines Tages Deutschland überfallen würde. Didn't you say before the commissioner that you used to have discussions about the neutrality of Belgium? Nein, das muss ein Irrtum sein. Ich habe bloß auf die Frage des amerikanischen Herrn Anklagevertreters damals gesagt, dass wir einen Durchmarsch durch Belgien in das Ruhrgebiet für möglich hielten. And it's at page 1352, the English version. And according to what I have here, you said that the opinion concerning the neutrality of Belgium and the Netherlands, if you discussed that question, was that not a political discussion? Das darf ich dahin richtigstellen, dass diese Ausführungen vor der Kommission gemacht worden sind im Jahre 39, als wir im Westen aufmarschiert waren. Und nun die Frage entsteht, bleibt Holland und Belgien neutral oder nicht? In diesem Zusammenhang ist damals auch meine Antwort erteilt worden. Parliament of Germany. You have told us that this was purely defensive. Do you maintain that? Ich habe vorhin gesagt, dass die Maßnahmen gegen Polen, die damals in dem Affidavit Blomberg getroffen waren, rein defensiver Natur waren. Nach der Aufrüstung auf 36 Divisionen war das deutsche Heer allein überhaupt noch zu schwach, um einen Angriffskrieg gegen Polen zu führen. Geschweige denn gegen einen westlichen und östlichen Nachbarn. Ich halte also diese Ansicht aufrecht, dass es sich um eine defensive Maßnahme handelte. Wenn Hitler einen Angriffskrieg vorgehabt hätte, dann hätte er mindestens das 3- bis 4-fache dieser Divisionen haben müssen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Well, if you were defending yourselves, you must have been defending yourselves against somebody. And you said before the commission that you were, among other things, taking defensive measures against a possible attack by the Lithuanians. Are you seriously asking the tribunal to believe that you were so much concerned with the defense of Germany against Lithuania during these years? Darf ich antworten? Ich habe das damals angeführt als Grundlagen für die verschiedenen Kriegsspiele. Durch die Litauer konnte nur die... You have said that you thought Germany was too weak to fight a war. Was it your opinion that Hitler was rearming too fast? Oh nein, im Gegenteil.
He wasn't arming fast enough. Er rüstete zu schnell auf. Das war ja das, was er auch dem General von Fritsch und General von Blomberg vorwarf, dass sie gebremst hätten, dieser zu schnellen Aufrüstung. Und auf demselben Standpunkt standen auch viele Divisionskommandeure. Wir hatten gar nicht die ausgebildeten Reserven und konnten dieses Tempo der Aufrüstung gar nicht mithalten. Then it's fair to say, is it not, that what you object to, and not to the object itself. Das Ziel selbst, was mit der Aufrüstung erreicht.